Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du solche Armbänder aus Papierperlen ganz einfach selber machen kannst. Was brauchen wir dazu? Natürlich verschiedene Arten von Papieren. Ich habe mich jetzt hier entschieden für Buntpapier, Glitzerpapier und Designpapier. Das wäre jetzt auch ein guter Moment, um Papierreste aufzubrauchen. Man muss halt nur bedenken, je kürzer ein Papierstreifen ist, umso schmaler wird die Perle. Andererseits, wenn du ein recht dickes Papier hast, wird sie dadurch natürlich wieder breiter. Dann brauchen wir noch einen Bleistift, einen Cutter, beziehungsweise geht auch eine Schere, wenn du keinen Cutter hast, Klebeband, Holzspieße, einen Klebestift, natürlich ein Lineal, dann so ein elastisches Gummibändchen und einen Lack für Serviettentechnik. Und solltest du mit einem Cutter arbeiten, natürlich auch eine Unterlage zum Schneiden. Ich nehme hier einfach ganz normale Pappe. Das ist alles, was wir brauchen. Dann würde ich sagen, legen wir los. So, ich habe mich jetzt für diese zwei Varianten entschieden. Zum einen diese gerade Perle und zum anderen diese Variante, die seitlich so Abstufungen hat. Beide in der Größe von einem Zentimeter. Ich habe für mein Armband die Größen 1,5, 1 und 0,5 cm gewählt. Ich beginne jetzt mit der geraden Perle und zeige dir, wie dies funktioniert. Ich nehme mir jetzt mein Designpapier und zeichne auf der Rückseite vom Rand ausgehend oben einen Zentimeter ein. Und auf der anderen Seite auch einen Zentimeter. Jetzt verbinde ich die beiden Punkte miteinander. Jetzt schneide ich den Streifen ab. So. Jetzt kommt dieser Holzspieß zum Einsatz. Und jetzt nehme ich den Streifen auf einer Seite und mit der schönen Seite nach außen fahre ich hier so über den Holzspieß, damit es schon mal ein bisschen vorgebogen ist und ich mich dann leichter tue. Jetzt brauche ich ein Stück Klebeband. Das sollte auf jeden Fall schmaler sein als der Papierstreifen selbst, damit man es nachher nicht mehr sieht. Und jetzt befestige ich den Papierstreifen auf dem Spieß. Und jetzt wird das gleichmäßig und fest auf den Spieß gedreht. Wenn du jetzt stärkeres Papier hast, solltest du darauf achten, dass hier keine Knicke entstehen. Bei den ersten paar Runden ist es nicht schlimm, aber ab der Hälfte sollte sich das erledigt haben, damit die Perle nachher außen wirklich schön rund ist. Auch immer darauf achten, dass du hier wirklich mittig bleibst, immer auf Spannung hältst, damit die Perle schön aufgedreht wird. Wenn du sagst, okay, die Stärke reicht mir, kannst du hier natürlich abschneiden. Du bestimmst natürlich selber die Stärke. So, und am Ende angekommen, kommt dann ein bisschen Kleber drauf. Damit das auch alles gut zusammenhält. So, jetzt ein bisschen festhalten. Bei dünnem Papier dauert das nicht so lange. So,
Und bis aufs Lackieren ist die Perle jetzt schon fertig. Jetzt kommen wir zur Variante 2. Das ist diese hier. Nehme ich auch wieder mein Designpapier und auf der einen Seite zeichne ich wieder einen Zentimeter ein. Und auf der anderen Seite, ich mache das jetzt nach Gefühl, da brauchen wir jetzt die Form eines Dreiecks. Auf der anderen Seite würde ich sagen so 2 bis 3 mm. Aber wie gesagt, ich mache das auf Gefühl. So. Dann schneide ich den Streifen wieder ab. Und dann geht das Ganze von vorne los. Und jetzt ist es wichtig, beim Aufdrehen, dass der Papierstreifen wirklich immer mittig bleibt, damit an den Seiten eben diese Abstufung entsteht. Ganz am Anfang kann man das noch nicht so sehen. Da wirklich drauf achten. Dass man das so mittig aufrollt, damit es am Ende gleichmäßig ist. Ich meine, man kann schon, wenn die Perle aufgerollt ist, die Form noch ein bisschen verändern, so ist es nicht. Aber es ist trotzdem gut, wenn man hier genau arbeitet. Und jetzt kann man schon sehen, wie diese Abstufung entsteht. Wenn du Perlen in dieser Variante natürlich kleiner machst oder mit einem dünneren Papier, dann wirkt sie halt runter. Und sonst eben eher länglich. So. Perle Nummer 2 ist jetzt auch fertig. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ist eine Schicht mit dem Lack für die Serviettentechnik. Und dann sind die Perlen auch schon fertig. Wenn du dann die Perlen lackiert hast, musst du sie vorsichtig vom Spieß entfernen. Da wirklich nicht schnell anziehen, ist mir auch schon öfter passiert, dann löst sich das Innenleben und die Perle ist kaputt. Das ist total ärgerlich. So, da wirklich vorsichtig herunterdrehen. Wenn es sich ein bisschen aufrollt, ist es nicht schlimm. Das kannst du nachher korrigieren. Aber wenn es sich komplett aufrollt, ist es vorbei. So, ich korrigiere es jetzt nochmal. Perle Nummer 1. So. Und Perle Nummer 2, die kann man immer noch ein bisschen so gleich drücken. Und das ist der ganze Zauber. Ich habe jetzt natürlich meine Perlen schon vorbereitet. Weil du mir sicher nicht dabei zusehen willst, wie ich hier 20, 30 Perlen aufrolle. Warum auch? Ja, jetzt brauchen wir dieses Gummibändchen. Und nachdem der Durchmesser vom Gummibändchen viel dünner ist, als der vom Spieß, ist das jetzt auch überhaupt kein Problem mehr, das aufzufädeln. Ich schneide mir nur den Anfang weg, weil der meistens so ausgefranst ist. Und das ist mir zu mühsam. Was ich jetzt noch dazu sagen will, bevor wir das Bändchen fertig machen, es kommt jetzt natürlich darauf an, welchen Umfang dein Handgelenk hat, beziehungsweise wie locker oder fest du das Bändchen tragen willst. Davon hängt es jetzt auch ab, wie viele Perlen du benötigst und in welcher Größe. Ich habe ein bisschen herumprobiert und für mich eine gute Lösung gefunden. Bei mir ist es so, ich habe jetzt da viermal diese, ich nenne es jetzt mal Spiralperlen mit einem Zentimeter, achtmal die geraden Perlen mit einem Zentimeter, einmal eine gerade Perle mit 1,5 cm und drei
gerade mit 0,5 cm. Aber wie gesagt, das muss man so ein bisschen selbst rausfinden. Die Reihenfolge, wie ich sie jetzt da auffädle, ist natürlich auch Geschmackssache. Ich möchte es jetzt so machen wie bei diesem Bändchen hier. Dann würde ich sagen, los geht's! Wenn du alles aufgefädelt hast, dann machen wir einen Doppelknoten. Ich schneide das zuerst ab. So, machen wir jetzt einen Doppelknoten. Na, ja, das ist ein bisschen kniffelig, aber Gott sei Dank ist es ja elastisch. Da muss man jetzt halt, bevor man zuzieht, schauen, wie fest man es will. So. Ich weiß gar nicht, ob das ein doppelter Knoten ist. Ich mache die halt immer so und die sind echt super. Wirklich gut festziehen. Ich schaue nochmal. Ja, sitzt jetzt ein bisschen locker. Ist nicht schlimm. Mache ich noch versetzt einen Knoten. Das ist echt eine Arbeit. Eieieiei. Ja, das war jetzt auch nicht besser. Schauen wir mal. Ja, okay, nee, das passt. Das passt. So, jetzt schneide ich das ziemlich knapp ab. Ein bisschen was lasse ich dran. Und jetzt ziehe ich den Knoten im besten Fall durch eine Perle durch, damit man den nicht mehr sieht. Jetzt habe ich also einen großen Knoten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das zusammenbringe. Da hilft mir ein bisschen der Spieß. Ah ja, super, perfekt. So. Und fertig ist das Bändchen. So schnell kann es gehen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, beziehungsweise meine Idee. Dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn du gerne öfter von mir Videos sehen willst, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das unterstützt mich dann sehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.